Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt das Geschäft mit dem Sex. Und ich möchte mich sehr gerne unterhalten, zum Beispiel mit Pornodarstellern, mit Huren, mit Callboys, mit Sexshop-Besitzern oder mit Leuten, die in einem Sexshop arbeiten, generell mit Menschen, die mit Sex oder am Sex ihr Geld verdienen. Ihr könnt mich erreichen unter 0130 2911, das ist die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die heißt 1live, und das solltet ihr zusammenschreiben, 1live@wdr.de, 1live@wdr.de. Das Geschäft mit dem Sex. Dirk ist der Erste, der heute Nacht dran ist, 28. Ja genau, hallo lieber Jürgen. Dirk. Erstmal als allererstes Kompliment zu deiner Sendung, Spitzenfall. Dankeschön. So weiter so. Aber ich habe angerufen zu dem Thema, ja, weil ich von dem Sex auch profitiere finanziell. Inwiefern? Und zwar zum einen bin ich als Callboy tätig, mhm, und zum anderen als zweites bin ich mit meiner Partnerin, mit meiner Frau buchbar. Darum mal für Pärchen, für private Leute, mhm, die einfach mal ein Pärchen beobachten wollen beim Sex, bei ihren Auslebungen ihrer sexuellen Fantasien. Also als Voyeur kann man euch man kann buchen. Buchen, genau. Mhm. Also Auftraggeber bestimmt auch letztendlich das, was er sehen will von uns. Mhm. Aber das läuft dann nur über die Anschauschiene. Also Sie machen dann nicht mit. Richtig. Es gibt keinen Gruppensex. Auf keinen Fall, ist also bei uns nicht drin. Fangen wir mal mit Punkt 1 an. Du bist Callboy. Du arbeitest als Callboy. Richtig. Bedienst du ausschließlich Männer, ausschließlich Frauen oder gemixt? Ja, mit Vorliebe Frauen. Und wenn Männer dabei sein sollten, muss man sich darüber unterhalten. Wenn sie einem sympathisch sind, okay. Mhm. Du bist nicht schwul? Nein. 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 Dennoch kannst du auch einen Mann ordentlich bedienen? Ja, denke ich mir. Das geht schon. Ja. Wie machst du das, wenn man nicht schwul ist? Wie kann dich das dann erregen, mit einem Mann zusammen zu sein? Ja, du musst irgendwo versuchen, den Kopf abzuschalten dabei und einfach zu gucken, dass du deinen Job machst und eine Erektion bekommst, indem du dir irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Fantasien anfallen lässt. Ist mir man hört das ja oft so von Leuten oder von Leuten, die in der Branche arbeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist relativ schwer. Es kann auch garantiert nicht jeder, und ich bin auch kein Phänomen, möchte ich einfach mal sagen. Aber ich denke mir irgendwo, ja, man kann das nach einer Zeit. Man kriegt das irgendwie hin. Du hast einen Mann als Kunden. Ja. Du bist nicht schwul, ja, ne? Sagen wir nochmal. Ja. So, du sollst ordentlichen Sex mit ihm haben, er bezahlt dafür. Mhm. Dazu gehört auch, dass du eine Erektion hast, mhm, in den meisten Fällen wahrscheinlich. Was genau stellst du dir dann vor, wenn es losgeht? Na, ich stelle mir den schönsten Sex, den es dann geben kann, im Moment mit meiner Partnerin oder mit einer Partnerin vor, mhm, den ich einmal gehabt habe, mhm, oder den ich gerne haben möchte. Mhm. Oder auf jeden Fall lasse ich einen Film abfahren irgendwo in meinem Kopf, mhm, und den versuche ich auch durchzuziehen. Und das klappt auch in den größten Fällen, in den meisten Fällen. Was kostet eine Nacht mit dir? Ja, eine Nacht kann man also nicht sagen. Es fängt also pauschal an bei mir bei 200 Mark, wenn man mich bucht. Mhm. Ist also dann im Umkreis, also sagen wir mal 50 Kilometer Umkreis von meinem Wohnort. Und was kriegt man für 200 Mark? Für 200 Mark kriegt man eine ganz normale Nummer, sage ich einfach mal. Die Frau, also ich gehe jetzt mal vom herkömmlichen Fall aus, die Frau kann aber einmal kommen. Mhm. So, und ein bisschen Schmuserei und fertig. Ne? Mhm. Küsst du auch? Ich küsse auch, wenn es sein muss. Du küsst auch, ja. Ne? Ohne, sagen wir mal, 20 ja, Mal Aufbau. Das soll ja nicht so kalt ablaufen. Es muss ja irgendwo eine Sache sein, die irgendwo auch in den Rahmen passt, ne? In den normalen Rahmen. Wer ist denn leichter zu bedienen, Männer oder Frauen? Frauen. Warum? Frauen. Ja, Frauen sind eigentlich, man weiß mit Frauen umzugehen. Männer haben dann extreme Wünsche vielleicht schon mal und so abartige Sachen auch schon mal. Und Frauen sagen eigentlich, die wollen einfach nur die eine Nummer haben, wollen vielleicht ein Schmüderchen dabei haben. Also sexuell und sind die Frauen auf jeden Fall anspruchsloser. Kann man nicht so sagen. Ich würde nicht so abwertend aus. Das klingt so abwertend, ja. Also aber es ist eher die normale Schiene, sagen wir es so. Ich persönlich kann mit Frauen besser umgehen, mhm, und kriege Frauen eher dazu, wo sie letztendlich auch hinkommen wollen. Was verlangen die Männer denn? Perverses oder Ungewöhnliches? Analverkehr ist ja eine klare Sache. Mhm. Ja, und dann eventuell Kaviar und machst du sowas auch? Nein. Pinkelspiele. Und ich bin eigentlich nicht der Freund von solchen Sachen. Ich versuche eigentlich bei mir diese Sachen auch zu distanzieren, also mich davon wegzuziehen. Mhm. Musst du dann mit den Leuten, wahrscheinlich ist das bei Frauen und Männern auch unterschiedlich, musst du da auch viel reden oder geht es relativ schnell zur Sache? Ja gut, man weiß ja letztendlich nie, wen man sich am Telefon bestellt. Also die ganze Sache geht ja erstmal telefonisch ab, dann beschreibt man sich, kurzes Kennenlernen. Mhm. Und wenn derjenige einem sympathisch sein sollte oder eben auch nicht, dann ja oder nein. Ne? Mhm. Soll ich genau noch entscheiden, wenn die Partnerin mir absolut unsympathisch ist. Oder ist es denn auch schon mal passiert, dass du irgendwo hingekommen bist und die Tür geht auf und du dir gedacht hast, nee, kann ich nicht? Ja, sicher. Das gibt's auch. Und dann gehst du auch wieder. Ja, habe ich den Leuten auch ganz klar gesagt. Also, ehrlich gesagt, ich habe mir anders vorgestellt, was anderes vorgestellt, als mich jetzt erwartet, ja. Mhm. Und tut mir leid, also bitte suchen Sie ihn an. Mhm.
Nun ist ja sonderbar, was du gerade erzählt hast, dass deine Freundin da in gewisser Weise mit involviert ist in das Geschäft. Ja gut, das ist die eine Sparte. Das war sozusagen zweigleisig. Aber sie macht nur das? Oder ist arbeitet sie auch als Hure? Nein. Nein, das nicht. Ja. Wie oft werdet ihr beide denn gebucht von Leuten, die euch zugucken wollen? Ja, das ist unterschiedlich. Du musst immer sehen, welches Datum im Monat irgendwo uns erwartet. Also sagen wir mal, beim hohen Datum ist natürlich die Zahlungsmoral auch irgendwo im Keller. Und, ja, ist nochmal so. Also am besten geht es am 1. bis zum 12., 13. Und dann geht es ein bisschen runter. Ich sage einfach mal, wir verfügen über ein Einkommen von ungefähr 8.000 Mark. Monatlich. Also der Hintergrund meiner Frage war auch, wie groß das, also das Bedürfnis bei den Leuten ist, zuzugucken. Gibt es viele, die das wünschen? Ja, das muss unwahrscheinlich animieren. Das muss animieren. Ne? Was machen die denn dann? Holen die sich dann währenddessen einen runter oder wie geht das? Ja, es geht ja so. Einmal buchen wir uns als Pärchen, also Pärchen buchen uns. Uns buchen Einzelpersonen weniger. So, und die wollen also stimulierend irgendwas haben. Meinetwegen sagen uns dann jetzt, mal, jetzt möchte ich gerne mal, dass du deine Frau jetzt mal von hinten nimmst. Oder dass du mit deinem Partner mal da. Also die machst. Geben euch dann Regieanweisungen? Uns gibt man den Auftrag, das und das möchten wir gerne sehen und bitte macht das. Wie kann man sich das vorstellen? Das passiert halt in einem Schlafzimmer? Schlafzimmer, Wohnzimmer, egal wo. Sitzt dann dieses Pärchen, das euch gebucht hat, sitzen die da angezogen? Oder sitzen die auch schon nackt da? Ja, wir kommen ja auch angezogen rein. Na gut, das ist klar, ja. So, erstmal ein kleines Gläschen Sekt oder irgendwie eine Cola trinken, sich ein bisschen beschnuppern. Ne? So, und vorab die Fronten klären, dass also kein Eingriff derenseits möglich ist. Ja, und dann, ja, lass mal zur Sache kommen. Ist es denn auch schon mal passiert, dass ihr dann da zur Sache gekommen seid und ihr wart dabei und das hat die dann so angetörnt, das Pärchen, dass die dann auch für sich was gemacht haben? Ja, das ist ja das Ziel. Das ist das Ziel. Ah ja, ich dachte, die sollten da nur sitzen und genießen und gucken. Wenn wir das erreicht haben, wissen wir haben unser Ziel wirklich erreicht. Und dann zieht ihr schnell eure Hose an und haut ab, oder wie? Nein, ja gut, man zieht sich dann so langsam so aus der Affäre, aber man haut auf keinen Fall ab, weil dann ist irgendwo die Stimmung kaputt. Was dann kostet? Dann hören die beiden auf so und dann ist letztendlich Ende, ne? Das wollte man eigentlich nicht. Was kostet denn einmal zugucken bei euch? 350 Mark. 350 Mark. Mhm. 8.000 Mark im Monat ist nicht schlecht, ne? Ja, 350 Mark beinhalten aber auch, sagen wir mal, von Anfang bis Ende, ne? Ungefähr, sagen wir mal, anderthalb Stunden kann es unter Umständen dauern, ne? Nun hast du sehr viel, professionell sehr viel sexuelle Kontakte. Einmal als Callboy und dann eben auch halt in dieser Art und Weise, wie du es gerade geschildert hast. Habt ihr, du und deine Partner und deine Freundin überhaupt noch Lust so richtig auf privaten Sex? Ja, selbstverständlich. Wirklich? Weil wir haben ja im Prinzip keinen richtigen Sex, wenn wir jetzt zu zweit rausfahren. Ist letztendlich auch ja im Kopf abgestellt. Ist auch keine große Liebe mit dabei, obwohl die Liebe muss ja irgendwo da sein, damit überhaupt was klappt. Aber ist eben einmal Job und einmal ja die private Schiene. Und wir versuchen das ganz klar zu trennen. Und das geht auch? Wir haben das große Glück, wir können es, ja. Das heißt also, das kann sein, dass du am Tag, kann es sein, dass du schon mal mehrere Einsätze am Tag hast? Ja, gerade am Wochenende, sicher. Am Wochenende. Und dann auch noch abends mit deiner Freundin dann in die Kiste steigst? Ja, gut, also unser Sexualleben ist natürlich nicht so, dass wir am Tag zwei, dreimal zusammen schlafen, weil es danach ist, sondern wenn es danach ist, entweder überkommt uns, aber es überkommt uns nicht. Also ich kann das so pauschal gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall funktioniert das zwischen euch beiden. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind zusammen seit 4 Jahren. 4 Jahren. Wie seid ihr denn, und vor allen Dingen du, wie bist du auf die Idee gekommen, in dieses Geschäft einzusteigen? Ich kann es ganz einfach sagen. Es war mir so, ich habe ein Handwerk erlernt. So, und, was hast du gelernt? Möbelschreiner. So, und dieses Handwerk allein hat mich immer nicht befriedigt. Denn wenn ich jetzt mal so dran denke, dass ich morgens um 7 aus dem Haus gehe und komme 16 Uhr wieder und habe mal netto meine 2,2 auf der Tasche. Ja. Ich möchte das jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht so wirken lassen, dass ich jetzt irgendwie großkotzig wirke. Aber ich sage mal, mit meinen 2,2 komme ich immer nicht klar. So, und dann habe ich mir überlegt, ja Junge, was kannst du machen, um irgendwie mehr zu kriegen? Überstunden, naja gut, aber ist auch nicht der Knaller. Dann, ja, habe ich mir überlegt, du musst irgendwas tun. Entweder verkaufst du Bratwürstchen, denn gegessen wird immer, oder du scheißt in das Sexgeschäft ein. Denn Sexgeschäft ist für mich eine krisensichere Sache aus meiner Sicht. Und da fandst du den Sex noch interessanter als die Bratwürstchen. Ja, logisch, klar. So, und dann habe ich mir einmal so ein Konzept im Kopf vorbereitet und bin auf die Idee gekommen, einmal eventuell der Partnerin Telefonsex vorzuschlagen. Oder eben diese Sache jetzt. Und diese Schiene ist bei mir letztendlich die geworden, wo ich jetzt drauf fahre. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 3, 4 Jahren. Ach so, das ist noch recht frisch dann. Recht frisch. War es für dich sehr, ich stelle mir vor, wenn ich mich dazu entscheiden würde, sowas zu machen, dass die ersten Male, wenn man dann den Auftritt hat und wenn es, das ist sehr schwierig, dass man aufgeregt ist und gar nicht weiß, wie man das machen soll, war es bei dir auch so? Ja, sicher, klar. Es war ganz wichtig. Mein erstes Mal als erster Callboy-Einsatz, sage ich jetzt mal, war also so, dass ich letztendlich da stand wie so ein kleiner Junge, der noch nicht mal irgendeine Erektion hatte. Ja. So, da musste die Frau erstmal ein bisschen wirken, dass überhaupt was ging. Und ich habe der Frau ganz ehrlich gesagt, passen Sie auf, ist mein erster Einsatz. Ich habe mich einfach mal dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob ich die richtige bin. Sie sind jetzt meine Testperson. Sie müssen mir jetzt sagen, ob ich gut bin. Ja, ja.
Vor allen Dingen stelle ich es mir dann auch noch schwierig vor, wenn du vorher keine schwulen Erfahrungen gehabt hast, dann auch noch Männer zu bedienen. Ja gut, die ganze Sache, die kam ja erst dann danach, weit danach erst, nachdem ich erstmal mit Frauen überhaupt angefangen habe. Und warum machst du das überhaupt mit Männern? Um einfach noch mehr Kundschaft ranzuziehen oder warum? Ja, ich habe mich einfach mal neugierig dazu überreden lassen, wie es denn so sein müsste mit Männern und habe es einfach mal ausprobiert und naja gut, habe ich mich dafür entschieden, das ab und zu mal zu machen. Mhm. Die Anlässe bei Männern sind relativ selten, Gott sei Dank. Und ich sehe auch nicht ungefähr auf keinen Fall den breiten Ausbau der Männerbeziehung. Mhm. Dirk, als du das deiner Freundin offenbart hast, dass du in dieses Gewerbe einsteigen willst, was hat sie gesagt? Ja, wir haben zusammen dazu entschieden. Wir haben zusammen überlegt, wie kann man irgendwie mehr Geld verdienen als im Moment. Ja. So, und wir sind der Sache irgendwie relativ offen gegenüber gestanden. Also sie hatte auch keine Bedenken? Ja, gut, anfänglich ja. Ich hätte zumindest Bedenken, dann meine Frau eventuell mit einsetzen zu müssen, indem sie mit anderen Männern eventuell was hat. So, dabei habe ich einen Gewissenskonflikt. Ne? Aber jetzt habt ihr das so für euch gut geregelt, dass es eure Beziehung nicht stört. Ich denke, wir haben die richtige Lösung zusammengefunden und sind damit relativ zufrieden. Was ist Stichwort und Thema Krankheiten und AIDS? Ja, gut. Kondom ist gar kein Thema, selbstverständlich. Das absolutes Muss. Absolutes Muss. Ja, und da gibt es diese Seidentücher, diese ganz dünnen Tücher, wenn man jetzt eine Frau mal oral befriedigen muss, die man dann vorher auf den Schambereich legt und kann damit auch wunderbar arbeiten. Ne? Mhm. Also der direkte Kontakt ist also praktisch nie da. Also da brauchst du keine Sorge haben, braucht ihr keine Sorgen. Sorge habe ich immer. Sorge habe ich immer, wenn ein Kondom mal kaputt geht, aber ich sage mal, das ist das Risiko meines Jobs, aber ich muss damit einfach leben. Wie lange wollt ihr das noch machen? Jetzt habt ihr gerade erst angefangen, aber ich frage mal, wie ist so die Planung? 5 Jahre, 10 Jahre? Ja, es ist natürlich schwer, irgendwann den Ausstieg mal daraus zu finden, weil du gewöhnst dich an das viele Geld. Ja, klar. So, ich fahre privat einen schönen Mercedes, wir haben eine schöne Eigentumswohnung gekauft. Wir haben also alles das uns gegönnt, was wir uns leisten wollen. Jetzt weiß ich nicht, sicherlich ist geplant, mal auf die Kante zu legen und dann mal irgendwann den Ausstieg zu schaffen. Ja, was soll ich da machen? Ich kann nicht wieder arbeiten. Ja, das ist ein Problem. Aber das ist erstmal im Moment auch nicht das Thema, ne? Ihr wollt jetzt erstmal richtig noch ran. Ja, erstmal schaffen. Ja. Was macht deine Freundin eigentlich vom Beruf? Noch? Hausfrau. Die ist Hausfrau. Ja. Und ab und zu dann einen Einsatz. Dirk, das war interessant, mit dir zu reden. Ja. Ein guter, interessanter Gesprächspartner. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin bei dir. Danke herzlich und grüß deine Frau, Freundin, herzlich von mir. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao. Holger, 36, guten Morgen. Hallo? Ich höre nur ein Auto fahren. Holger, ja. Ja, hier ist der Holger. Jürgen. Das Geschäft mit dem Sex. Das Geschäft mit dem Sex. Du machst auch ein Geschäft mit dem Sex. Ja, als Angestellter. Als Angestellter. Einfach köstlich, dass das Thema mal aufkommt. Ja. Ich arbeite in einer Piepshow in Hannover. In einer Piepshow in Hannover? Ja. Und ich habe gerade Feierabend. Aha. Seit einer guten Dreiviertelstunde, sage ich mal. Ja. Und da ist nicht nur Piepshow, da ist auch Sexshop dran und da ist auch Nonstop Live-Kino dran. Wo so alle 3 Stunden Strip bei ist. Ich finde es einfach faszinierend, dass die Leute wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben. Jetzt muss ich mal fragen, bist du selbst Piepshow-Darsteller? Nein, ich arbeite dort nur. Du arbeitest. Gibt es denn da? Ich mache entweder die Ansage, ich nehme dir einfach mal das Wort weg, ich mache entweder die Ansage oder, das heißt, live on stage, alle 3 Minuten neues Girl oder wiederum, ich sitze unten im Verkauf und verkaufe Hefte, Bücher etc. Und ich finde es wirklich irre, was man dafür Geld damit verdienen kann. Was kann man denn damit verdienen? Ich glaube, meine Chefs würden mir den Hals umdrehen, wenn ich das sage, was damit verdient wird. Das ist natürlich spannend. Was setzt so ein Shop oder wo dann auch jetzt so... Jetzt zur Messezeit in Hannover. Ich mache jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen. Ja. Ich habe heute aufgehört zu arbeiten. Ja. Werde wahrscheinlich morgen gekündigt werden, aber ist egal. 40.000 Mark am Tag sind gar nichts. Der Laden ist aber auch wahnsinnig groß hier in Hannover. Und wenn ich jetzt einfach sage, in Hannover die größte Piepshow, dann weiß doch jeder, welcher Laden gemeint ist. Ja, man muss ja auch keinen Namen jetzt nennen, ist ja egal. Ist auch relativ egal. Ja. Auf jeden Fall, es ist ein Sexshop, es ist Kino und es finden Live-Peep-Show. Live-Peep-Show findet und statt. Auch mit Live-Show, was Geschlechtsverkehr angeht. Das ist wirklich irre, was da umgesetzt wird. Was kostet denn der Eintritt da? Der Eintritt kostet gar nichts. Das ist es ja gerade. Der kostet gar nichts? In der Peep-Show kostet es Geld. Das heißt, das kennst du ja, Peep-Show, schippst deine 5 Mark rein und dann geht die Klappe hoch etc. pp. Und ansonsten im Kino, da zahlst du halt einen Eintritt von 12 bis 15 Mark. Ja. Und da laufen die Filme nonstop, da kriegst du dein Freigetränk bei. Jedes weitere Getränk kostet 3 bis 5 Mark. Und im Kino unten kannst du halt deine Hefte, deine Hilfsmittel etc. kaufen. Aber was ich meine, Geld... Ja, Moment, was kostet jetzt gar nichts? Diesen Live-Sex, das kostet nichts, sich das anzugucken? Doch, diese 3 bis 5 Mark,
dass die Klappe hochgeht. Ah ja, ja. Das haben wir uns missverstanden gerade, ne? Ja. Mhm, ja. Und dann eben generell, was du damit umsetzen kannst. Weil es ist für mich nicht nachvollziehbar. Dass die Leute so viel Geld ausgeben dafür? Genau das. Mhm. Was sind denn das für Leute, die da zu euch in den Shop kommen? Und das finde ich ganz pervers. Otto Normalbürger, von den Messegästen jetzt mal abgesehen. Ich gehe mal davon aus, hauptsächlich Männer. Ist das so? Zu 99,9%. Mhm. Also eine Frau. Wir haben auch ab und zu Frauen, da freue ich mich sehr drüber. Mhm. Und besonders im Sexshop habe ich sehr viele Frauen. Mhm. Und da macht es mir ganz viel Spaß, die zu beraten. Mhm. Was mit welchen Problemen oder mit welchen Anliegen kommen die Frauen denn dann in den Sexshop? ZB, dass der Mann anfängt, du, ich möchte gerne mal einen Vibrator, der muss aber unheimlich groß sein. Mhm. Und dass ich die Leute dann wiederum berate, wenn ich jetzt gerade im Sexshop bin, mhm, dass ich dann sage, du, nimm doch erstmal einen kleinen, mhm, und versuch die Frau doch dann Stück für Stück an was Größeres heranzuführen. Mhm. Na, ich meinte jetzt oder bring deinen Mann einfach mal mit. Ja. Mhm. Und das macht mir richtig Spaß. Ja. Was oben in der Piepshow abläuft, wo ich dann halt auch ab und zu bin, mhm, das ist einfach nur schnelles Aufgeilen, mhm, Abspritzen und Wegwarnen. Mhm. Mhm. Und das finde ich pervers. Mhm. Du hast ja dann auch mit den Darstellern zu tun, ne? Ja, natürlich. Wie gehen die denn damit um, mit der ganzen Situation? Geschäftsmäßig, da ist ja es so. Machen die das hauptberuflich? Ja. Mhm. Wir haben einen großen Nachteil, wir haben sehr viele Polen da, Tschechien da, mhm, und die sehen das wirklich, ja, ich versuche jetzt mal meinen Jargon wieder mit einzuführen, völlig abgefuckt, mhm, die einfach sagen, Geld und mehr nicht. Mhm. Und das ist nicht meine Welt. Du bist, könnte man sagen, so Angestellter und Verkäufer, ne? Genau. Ja. Verdient man denn wenigstens dann als auf der Ebene, als Angestellter oder Verkäufer, auch ganz gut in dem Milieu? Über die Stunden, ja. Was für einen Stundenlohn kriegst du? Uninteressant. Uninteressant. Möchtest du sagen? Sag ich jetzt einfach mal wirklich uninteressant. Aber es ist für dich auch okay, was du da verdienst. Was ich verdiene, ist okay. Mhm. Das ist ich für dich. Das Ganze als Aufbaubasis, um mir selber ein Geschäft aufzubauen. Möchtest du denn auch so einen Shop mal aufmachen selbst? Um Gottes Willen, nein. Nein, um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen. Warum? Um Gottes Willen. Ich bin sexuell total offen. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema. Also aber wenn es dich so beeindruckt, wie viel Geld man da verdienen kann, warum möchtest du nicht auch in die Branche einsteigen? Weil ich kein Interesse daran habe. Mhm. Weil ich sage einfach, die Leute, die da reinkommen, die haben Komplexe. Mhm. Wenn ich eine Partnerschaft habe, kann ich darüber reden, dann kann ich es mit der Partnerin klar machen, dann muss ich nicht heimlich alleine da reingehen. Mhm. Und nee, das kann ich selber klar kriegen in der, mhm, Partnerschaft. Was für ein Geschäft möchtest du denn aufmachen? Was ich aufmachen möchte? Mhm. Eine Gaststätte. Eine Gaststätte? Ja. Das ist ja was ganz anderes. Obwohl, da geht es ja auch oft um Sex, aber das ist ein anderes Thema dann. Ja, gut, also. Holger. Ja. Was sind denn so die Renner, die Reißer im Sexshop? Was kaufen die Leute, die Männer, oder die Leute sind ja auch Frauen, hast du gesagt, was ist am begehrtesten? Kann ich dir in 2 Sekunden erzählen. Mhm. Die Japaner sind total heiß drauf, Sachen, die du in Deutschland nie verkaufen kannst. Strip-Poker, mhm, Sweet Little 16, das heißt also Pornos mit, ja, 16, ab jetzt 16 Jahren aus, mhm, Schweden, mhm, Dänemark, wo ich kein Verständnis für habe, mhm, die offiziell natürlich deklariert sind, dass sie okay sind. Mhm. Und die normalen deutschen Durchschnittsbürger, mhm, die schon um 9 an die Tür klopfen, wenn du nicht pünktlich aufmachst, mhm, die sind darauf aus Gummipuppen. Gummipuppen? Verkaufe ich ohne und die. Nein, die kosten doch eine Stange Geld, ne? Ja, ich verkaufe wirklich von 140 Mark bis 250 Mark aufwärts. Welche sind denn die empfehlenswertesten nach deiner? Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Die Leute kaufen Gummipuppen, das ist ja schrill. Ohne Ende. Kaufen denn die Frauen auch männliche Gummipuppen? Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel, ja? Ja. Ich bin von einem Kollegen, der die Kabinen sauber macht von der Piepshow, ja? Ja. Du weißt, was eine Piepshow ist, gehe ich mal von aus. Ja, natürlich, da reden wir ja die ganze Zeit auch drüber. Ich werde von einem Kollegen gerufen, ja, der hat totale geschrien und sagt, da liegt eine Tote drin. Ich komme da rein und da liegt eine Frau drin. Also ich habe es in dem Moment nur gesehen, es ist ja relativ dunkel in, ja, der Kabine. Ja. Nicht in der Piepshow, sondern in der Kabine. Mhm. Und komme da rein und da liegt ein blonder Frauenkopf. Und das war aber eine Gummipuppe, die hat ja kaputt gevögelt. Nein. Ich habe Tränen gelacht. Wir haben Bilder davon gemacht mit der Sofortbildkamera. Die habe ich heute hier oder immer noch hier. Das Schade, Ganze, dass ich die nicht sehen kann jetzt. Das Ganze ist ungefähr 3,5, 4 Jahre her. Das ist ja schrill. Wir haben Tränen gelacht. Aber das ist aber auch so ein Job, ne? Wenn man diese Suppe da. Du kannst Studien betreiben. Das glaube ich. Na, ich meine, das ist aber so ein Job, wenn du die Suppe da immer wegwischen musst. Ne? Das wäre nicht mein Job. Nee, das ist nicht dein Job. Ich weiß. Ja. Also, die Männer kaufen gerne Gummipuppen. Was ist der zweite Artikel, der am beliebtesten ist? Ja, und ansonsten SM-Schiene. Ne? Mhm, SM-Schiene. Mhm. Ohne Ende. Ja. Verkauft ihr auch, weiß ich, so wie Poppers oder so? Ja, natürlich. Poppers, aber nicht offiziell. Nicht offiziell. Das geht unter der Ladentheke, ne? Das kann ich jetzt nicht so
schon behaupten. Nein, das kannst du nicht behaupten. Nur zur Information für die Zuschauer, Poppers ist so ein stimulierendes Mittel. Ein Herzerweiterungsgefühl. Das atmet man ein und dann fliegt einem die Birne für ein paar Sekunden weg. Ist wahrscheinlich ein Nebenprodukt von der PVC-Herstellung oder so. Ne? Also es stinkt abscheulich, aber es ist in der schwulen Szene ist es sehr beliebt, ne, das zu nehmen. Also Poppers ist was, ich habe es selber mal ausprobiert. Ja. Es ist ungefähr 7-8 Jahre her. Ja. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und Poppers ist ziemlich heftig und ich würde jedem von abraten. Würde ich auch von abraten. Jedem von abraten. Holger, in all dem, was du jetzt so erzählt hast, habe ich das richtig interpretiert oder mitbekommen, dass du auch so einen leichten Hauch der Verachtung für die Kunden und für die Zuschauer da hast? Verachtung nicht, nein, ist der falsche Ausdruck. Ich finde, sie sollten es, weil ich kann nur von Partnerschaften ausgehen, ja. Sie sollten mit dem Partner drüber reden und mit dem Partner selber reinkommen und nicht alleine reingehen. Das wäre mutig und das wäre fair, wäre das, wäre klar, ne? Ja, genau das. Holger, ich hoffe, dass du nicht gekündigt bekommst morgen, aber es war ja auch nichts. Du und wenn, Zellavi. Und ich hoffe, dass du bald eine Kneipe hast. Willst du die in Hannover aufmachen? Bitte? Willst du die Kneipe in Hannover aufmachen? Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht gucke ich mal rein, wenn ich in Hannover bin. Ich bin leidenschaftlicher Hannoveraner. Ja, das ist schön. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, alles Gute. Tschüss, Holger. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt ist eine Frau dran und die heißt Sandra und die ist 34. Ja, genau. Hallo, Sandra. Hallo. Das Geschäft mit dem Sex, so heißt das Thema. Richtig, ja. Also, ich bin seit 10 Jahren Prostituierte. Ja. Und seit ungefähr 3 Jahren bin ich selbstständig. Wie bist du zu dem Job, ne? Das ist ein Job, so würdest du sagen? Das ist mein Job, das ist ja. Dein Job. Wie bist du dazu gekommen vor 10 Jahren? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe also keine Ausbildung. Mhm. Das heißt, ich habe also immer nur hin und her gejobbt und habe irgendwann bin dann in der Fabrik gelandet. Mhm. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Ja, und dann habe ich halt eine Freundin kennengelernt in der Kneipe, die hat schon jahrelang gearbeitet und ja, dann bin ich damit hin und so bin ich da reingerutscht. Mhm. Wie hast du früher über Huren gedacht? Das ist ja nun kein anerkannter Beruf, ne? Die meisten Richtig, Leute... Ja, na, aber ich, wie gesagt, ich bin 34, ich habe das mit 24 angefangen und habe mir vorher eigentlich keine Gedanken darüber gemacht. So. Also ich habe nicht schlecht oder auch nicht gut darüber gedacht. Also war es für dich dann gar nicht so eine ganz große Überwindung, dann einzusteigen? Nee, überhaupt nicht. Kannst du dich an deinen ersten... Gar nicht, weil die Freundin damals, die war mir eigentlich total sympathisch. Mhm. Die hat es auch ganz locker gesehen eigentlich. Mhm. Und bist du da gleich in einen Club gegangen? Oder hast du einen Zuhälter gehabt? Oder wie ging das? Nee, gar nicht. Ich bin mit ihr in den Club gegangen. Die hat also damals in einem Club gearbeitet, aber selbstständig. Und da bin ich da rein, habe mich da hingesetzt, habe mir das angeguckt. Mhm. Und die ist halt mit dem Gast aufs Zimmer und war nach 10 Minuten wieder draußen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, für 150 Mark 10 Minuten, das ist ja eigentlich ganz locker, ne? Ist nicht schlecht. Ja. Kannst du dich an deinen ersten... Kann man zwar mit heute nicht mehr vergleichen, aber... Kannst du dich an deinen ersten Gast erinnern? An meinen ersten Gast, ja, sehr gut eigentlich. Erzähl mal, wie das war. Ja, also mit dem bin ich halt aufs Zimmer. Dann das Geld vorher kassiert, wie das halt so üblich ist. Mhm. Der zog sich dann aus, hat sich ein bisschen frisch gemacht. Wie sah er aus? Hat er dir gefallen als Mann? Nein. Wie sah er denn aus? Wie sah er aus? Um die 50 rum, bisschen untersetzt und eigentlich überhaupt nicht mein Typ. Mhm. Naja, aber das war eigentlich ganz locker, weil... Also er hat sich dann ausgezogen? Er hat sich ausgezogen, ja. Wir waren halt beide im Bett und dann ein bisschen gestreichelt. Hast du ihn erst duschen geschickt? Ja, natürlich. Das ja. Also duschen oder beziehungsweise sich frisch machen ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, ja. Das allererste Mal da mit einem Mann zu schlafen oder Sex mit einem Mann zu haben, der einen... Ja, aber das war ganz witzig, weil wir haben, also Kondom ist also grundsätzlich, da gibt es da also auch kein Tab, also kein... keine Ausnahme. Keine Ausnahme, nein, auch. Ich habe also die letzten Jahre immer wieder erlebt, dass man mir mit Geld dann irgendwie versucht hat, aber nein, das gab es halt nicht. Und ich habe das Kondom benutzt und habe es französisch bei ihm gemacht und da war es halt schon passiert. Das war also innerhalb von 2 Minuten. Ach so, du hast gedacht, umso besser, ne? Ja, natürlich, das war halt der Einstieg. Und du hast dich nicht geekelt vor ihm? Nein. Gibt es denn manchmal Situationen, du hast ja eine ganze Karriere schon hinter dir, gab es schon doch Situationen und Männer, wo du das leichte Würgen bekommen hast? Ja, natürlich, klar. Wenn was waren halt das? Irgendwelche außergewöhnlichen Wünsche haben. Also Stichwort Kaviar. Zum Beispiel NS oder... Ich weiß nicht, ob du die Abkürzung kennst, NS.
Ja, Natursekt. Natursekt. Ja, also wenn man sich anpinkeln soll und so. Ne? Ja gut, anpinkeln, das geht ja noch. Was ist denn schlimmer noch? Es gibt Schlimmeres, ja, zum Beispiel im Glas pinkeln und das trinken die dann. Ach so. Also so Sachen machst du. Das ist dann mehr oder weniger ekelhaft, wenn man das dann halt sieht. Mhm. Und das machst du nicht mit? Ich hab's schon gemacht, ja, aber dann fing ich auch an zu würgen. Mhm. Seit 4 Jahren, ne, hast du gesagt, bist du nur selbstständig? Selbstständig. Was heißt denn dann selbstständig? Selbstständig heißt, dass ich also nicht in einer Wohnung arbeite, derjenige, der das betreibt, sondern ich betreibe das selber. Mhm. Vorher warst du an diesen Club angeschlossen oder wie lief das? Ja, das läuft eigentlich ganz locker ab, weil die annoncieren halt, suchen Mädels, dann fängt man da an, dann ist man da eine Woche, einen Monat, ein Jahr, wie es einem halt gefällt. Mhm. Und so reist man halt dann durch die ganze Weltgeschichte. Ist es sehr schwierig, sich in dem Milieu selbstständig zu machen als Frau? Nee, eigentlich nicht. Wie arbeitest du? Hast du eine Wohnung gemietet, in der du nur arbeitest? Gemietet, ja. Ah ja. Und annoncierst du in Zeitungen? Ja. Und dann machst du telefonisch Termine und dann kommen die Männer bei dir vorbei? Genau. Wie viele Männerbesucher hast du pro Tag? Oh, das kann ich so am Tag nie sagen. Also manchmal kommt gar keiner, manchmal kommt einer und manchmal kommen 10. 10? Ja. Und das kriegst du hin? Das kriege ich hin. Das kriegst du hin. Ich habe ja gerade schon mit dem Anruf mit dem Dirk Lang drüber gesprochen. Ja. Kriegst du das so mit deiner eigenen privaten Sexualität auch geregelt und getrennt alles? Ja, absolut. Absolut. Absolut, ja. Bist du auch schon mal in Situationen wirklich erregt, wenn du mit einem Kunden zusammen bist? Nein. Nie? Nein. Hast du mit einem Kunden schon mal einen... Ich hätte schon längst einen Oscar verdient für meine Schauspielerei. Also du bist die perfekte Darstellerin? Ja. Aber richtig. im Prinzip geht gar nichts ab bei dir? Gar nichts, nein, gar nichts. Du hast auch noch nie einen Orgasmus gehabt? Nein, noch nie, in den ganzen 10 Jahren nicht. Ja. Hast du demher auch eine Beziehung? Nein, nicht mehr. Ich hatte eine. Mhm. Bis vor 2 Jahren. Wusste der Mann, was du machst? Der wusste das, ja. Und das war für den kein Problem? Am Anfang war es ein Problem. Mhm. Am Anfang schon. Also das erste Jahr, das war nicht so einfach. Mhm. Um eben praktisch begreiflich zu machen, dass also ich dabei überhaupt nichts empfinde. Mhm. Und das hat er dann auch zu spüren gekriegt, weil vom Sex her ging das eigentlich ganz gut mit ihm. Sandra, ist denn die Verlockung nicht dennoch da, wenn du ab und zu Kunden hast, die du gut findest? Das kommt ja auch vor, ne? Es werden ja auch Männer mal auftauchen, die du attraktiv findest und geil findest. Richtig. Ist denn die Verlockung wäre da, wenn sie dafür nicht bezahlen würden. Ach so, durch das Geld? Ich habe da eine ganz andere Einstellung zu. Ich sag mir immer, also ich bin zwar froh, dass die Männer kommen und dafür bezahlen, aber wenn ein gut aussehender Mann kommt, dann frage ich mich, wieso bezahlt er jetzt dafür? Aber man könnte ja auch so denken, du könntest dir die Arbeit ja versüßen, indem du dir selbst da einen Orgasmus auch verschaffst. Weil ja, richtig, aber das hebe ich mir dann lieber auf für mein Privatleben. Hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt? Nein. Ein Kunde schon mal in dich? Ja, schon öfter. Und wie gehst du dann damit um? Schwierig. Das ist dann immer so, weil man versucht ja in diesem Gewerbe Stammkunden aufzubauen. Ja. Das heißt also, ohne Stammkunden könnte ich gar nicht existieren. Mhm. Weil wenn man in einer Stadt ist, irgendwann ist man dann, hat sich das dann rumgesprochen, entweder ist man gut oder man ist schlecht. Mhm. Also muss man mit Stammkunden arbeiten, ansonsten geht es nicht. Also ist das immer eine schwierige Sache, wenn sich ein Stammkunde in dich verliebt, den auf Distanz zu halten? Den auf Distanz zu halten, richtig. Ihm entweder vormachen, dass man auch was für ihn empfindet, oder ihm das begreiflich zu machen, oder ihm halt in dem Glauben lassen, bis er das halt irgendwann schnallt und dann kommt er halt nicht mehr. Hast du, wie viele Stammkunden hast du? Ungefähr? Also ich würde sagen, pro Tag einer, der mich also schon jetzt die letzten 2-3 Jahre kennt. Mhm. Du bist jetzt selbstständig. Wie viel, wenn du darüber reden magst, ich fände es interessant, muss es nicht. Wie viel hast du so im Monat auf dem Konto? Wie viel verdienst du? Ja, also ich kann gut davon leben. Mhm. Also sehr gut sogar. Sehr gut, ja. Du bist 34 Jahre alt. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht davon ausgehst, die nächsten 20 Jahre das noch zu machen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich träume ich selber davon, weil ich jetzt, ich lebe also praktisch allein jetzt schon seit einer gewissen Zeit. Mhm. Ich träume eigentlich davon, den richtigen Mann kennenzulernen, aber den möchte ich nicht in dem Milieu kennenlernen, sondern privat. Ja. Und dann würdest du gerne eine Familie gründen und ganz aus dem Job rausgehen? Eigentlich schon, ja. Legst du auch mal ein bisschen was auf die hohe Kante? Klar, weil gut, in den ersten Jahren habe ich es nicht gemacht. Mhm. In den ersten Jahren bin ich 3-mal im Jahr im Urlaub gefahren und habe eigentlich gut gelebt. Ich bereue es zwar nicht, aber... Wenn aber jetzt der Traumprinz nicht kommt, muss man ja mit rechnen. Hast du dann Perspektiven, was du eventuell in 10 Jahren machen möchtest? Ja, man sagt mir immer nach, dass ich so eine Samariterart habe. Ich würde also dann nach Afrika gehen und mich um die armen Kinder kümmern. Ist das jetzt ein Scherz? Nein, das ist mein Ernst. Wirklich? Ja. Ja.
Wie ist das so in deinem Privatkreis? Wissen alle Leute um dich herum, Familie, Verwandte, Freunde, was du machst? Ja, oder? Meine Eltern, meine Geschwister. Die Eltern? Alle, was ich mache, ja. Und haben die Eltern damals nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als du eingestiegen bist? Ja, also komischerweise, meine Mutter hat es verstanden, mein Vater nicht. Mhm. Hat das heute verstanden? Er akzeptiert es, aber ich weiß nicht, ob er es heute versteht. Also wir sprechen nicht darüber. Mhm. Er weiß es zwar, aber wir sprechen nicht drüber. Hast du denn auch Freunde, die aus ganz anderen Schichten kommen und die ganz andere Berufe haben? Ja. Das ja. Mhm. Also die Chance ist schon da, dass du dann halt auch jemanden findest, mit dem du also durch deine Arbeit gar nicht in Kontakt kommst. Richtig, ja, aber das brauche ich auch. Also wenn ich also nur in diesem Kreis verkehren würde, dann würde ich, glaube ich, krank werden, ja. Sandra, weißt du, was ich dir wünsche? Mhm. Ich wünsche dir, dass bald ein ganz toller Mann vorbeikommt. Ja, das wünsche ich mir auch. Möchtest du Kinder haben auch? Ich hab übrigens übermorgen Geburtstag. Hey, hey, und ich hey. Habe meinen ganzen Bekanntenkreis und Verwandten und also alle, also auch die hier im Milieu, mit denen ich verkehre oder ja eine Freundschaft verbinde, ich habe mir gewünscht, eigentlich wünsche ich mir gar nichts, sie sollen alle einen Mann mitbringen und dann suche ich mir halt einen aus. Da drücken wir die Daumen, dass der richtige Mann dabei ist. Ja. Willst du auch Kinder haben, habe ich gerade noch gefragt. Bitte? Möchtest du auch gerne mal Kinder haben? Nee. Das nicht? Nein. Aber einen Mann, eine Ehe, eine Liebe, eine Liebe, ja. Eine große Liebe. Das würde schon reichen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Sandra. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 36 Sekunden. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live. Hier ist das WDR Fernsehen. Hier ist Domian, das Talkradio Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema das Geschäft mit dem Sex. Und ich möchte mit allen Leuten reden, die in irgendeiner Weise Geld mit Sex machen, die ihr Geld verdienen durch Sex. Wir haben ja gerade schon mit Prostituierten gesprochen, mit einer Hure, vielleicht mit einem Porno. Mit einem Pornodarsteller haben wir noch nicht gesprochen. Fände ich sehr interessant, wenn vielleicht jemand versuchen würde, durchzukommen oder dann auch durchkäme. Also, das Geschäft mit dem Sex. Wenn ihr mit mir reden wollt, 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22 und die E-Mail-Adresse. E-Mailen könnt ihr übrigens auch aus dem Ausland. Anrufen könnt ihr leider nicht aus dem Ausland. Also die Adresse 1live zusammenschreiben bitte @wdr.de. Nächster Mensch am Telefon. Das ist der oder die Dani, 27. Ja, hallo. Der? Nee, die. Dani. Ja. Eine Frau. Genau. Dani. Ja. Du verdienst auch Geld mit Sex? Ja. Was machst du? In der Piepshow arbeiten. Du arbeitest in der Piepshow? Ja. Du liegst dann so in der Mitte? Mhm. Und rundherum sind diese Kästchen, wo die Männer... Nein, das ist eine offene. Mhm. Das sind also Glasscheiben vor. Genau, es gibt verschiedentlich eine offene Bühne. Ja. Wo zwar auch jetzt nicht angefasst werden darf. Mhm. Und die Kabinen ist verschiedentlich. Mhm. Und du arbeitest in beiden oder nur in der offenen? Nur in der offenen. Das heißt, du siehst die Männer direkt, du kannst die angucken. Genau, da also in der offenen gibt es keine Solokabinen. Also in diesen Kabinchen, da gibt es diese Solokabinen. Mhm. Und das ist nicht mein Fall. Ich kenne nur diese Variante mit den Solokabinen. Muss man sich das vorstellen? Ist das irgend so ein Rundell in der Mitte, das sich dreht? Genau, eine Drehscheibe, genau. Mhm. Und die Männer sitzen dann quasi im Kreis um dich herum. Ja, genau. Und die können sich gegenseitig auch sehen, ne? Ja, so 10 Minuten lang. 10 Minuten lang. Muss man seinen Tanz ablegen, also genau, was machst du dann auf der Drehscheibe? Ja, dann, wie gesagt, Strippen, so wie Strippen ist das. Also Stück für Stück ausziehen. Mhm. Ja, und dann, wenn die Show zu Ende ist, also nach 2 Liedern, dann kommt die nächste. Also wie mein Vorredner gesagt hat, in der Piepshow,
also auch Ansagen macht und so. Mhm. Ist es denn auch so, dass du eine Selbstbefriedigung vortäuscht und so tust, als würdest du dich selbst befriedigen? Nee, da ist nicht so mit Selbstbefriedigung. Also da ist mehr in den Kabinen. Mhm. Also das ist wirklich dann mehr Show und Striptease. Es ist mehr Show, mhm. Stripshow und man liest, okay, man zeigt schon vieles. Aber du bist ganz nackt hinterher, ne? Ja, am Ende. Sicher. Mhm. Ja, ja. Und streckst dich den Männern entgegen. Genau. Mhm. Nur die Männer können mich halt nicht berühren. Ja. Wie viel Abstand ist da zwischen dir und den Männern? Oh, Gottes Willen, das sind aber... 2 Meter oder so. 2, 3 Meter. Mhm. Onanieren die Männer? Nein, also wenn da einer erwischt wird, der muss raus. Ach so, das... Also weil das, die Frauen können ja alle in ihr Gesicht sehen. Ah, das dürfen ist, die nicht. Nein, das ist nur in den Kabinen, also was, erlaubt. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du da dich dann so vollkommen nackt ausziehst vor geilen Männern? Was ist für ein Gefühl? Also ich sehe die eigentlich gar nicht. Ich mache meine Show und es ist halt eben finanziell mehr. Also ich sehe die gar nicht. Also für dich ist das einfach wirklich nur ein Job? Ja, nur ein Job für mich. Wie viele Shows am Tag machst du? Shows. Verschieden, also kommt verschieden, wie viele Frauen da sind. Manchmal sind 7 da, manchmal sind 8 da. Aber auf jeden Fall ist es für dich ein Fulltime-Job, ne? Ja. Wie sind deine Arbeitszeiten? Das ist von 10 bis 1 Uhr. Von 10 bis 1 Uhr? Ja, also 10 Uhr morgens bis 1 Uhr morgens. Das ist aber eine lange Zeit. Ja. Das heißt, du bist gerade von der Arbeit gekommen? Nee, also diesen Monat nicht. Also ich gehe jeden zweiten Monat immer. Und was machst du den anderen Monat dann? Bleib ich zu Hause. Ach, das kannst du dir ja leisten dann? Ja. Was verdienst du dann pro Monat, wenn du diese Horrorschichten hast? Pro Monat nicht. Das ist verschiedentlich. Also kommt drauf an, manchmal hat man auch, oh Gott, manchmal ist man mit 5.000 Mark dabei. Mhm. Und dann kannst du dann 2 Monate davon leben? Ja, einen Monat und dann nächsten Monat gehst du wieder arbeiten. Genau, gehst du wieder arbeiten. Mhm. Ja. Kommt drauf an. Würdest du sagen, dass dir dieser Job Spaß macht? Ja. Das schon? Ne? Ja. Also ist durchaus okay. Du würdest nicht, hast kein schlechtes Gewissen oder schämst dich dessen, was du da machst? Nein, schäme ich mich eigentlich gar nicht. Mhm. Machst du denn nur diese Show, wie du sie gerade beschrieben hast, oder gehst du auch schon mal in diese Kabinen? Also das? Nein, also in der öffentlichen ist mehr also diese Solo, also diese, also es ist Solo, also Solo-Kabinen. Mhm. Oder separé sagt man eigentlich. Mhm. Und das mache ich grundsätzlich nicht. Du machst nur diese Strip-Shows dann, ne? Mhm. Wie bist du zu diesem Job gekommen, zu dieser Tätigkeit? Das war eigentlich Zufall. Ich bin mal in einer reingegangen und es hat mir irgendwie gedacht, mein Gott, das kannst du auch. Also die Männer dürfen dich nicht anfassen. Ist eigentlich eine saubere Sache, ne? Ja, ist eine saubere Sache. Ja. Man hat keinen Kontakt. Man kann Kontakt haben, aber es ist eine saubere Sache. Mhm. Ja, und da habe ich mal vorgesprochen. Mhm. Und reicht das denn dann mit Vorsprechen aus? Oder musstest du dann vor dem Besitzer dieses Ladens auch da die Hüllen fallen nein, lassen? Nein, nein, nein. Das nicht? So läuft das nicht ab. Ja, aber die müssen doch sehen, wie du aussiehst. Nein, das läuft nicht so ab. Da zeigt man ein Foto. Ein Aktfoto. Genau. Mhm. Aber man muss sich da nicht entblößen. Also das ist Schwachsinn. Also sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Wobei ich jetzt eigentlich fast dafür Verständnis hätte, weil der muss ja nur wissen, was er da einkauft. Ne? Als da guckt er sich die erste Show an. Also. Und wenn er sagt, du bist okay. Musstest du denn, wenn auch angezogen, aber vor ihm tanzen, um zu sehen, nein, ob der, das auch nicht? Nee, auf die Bühne selbst. Mhm. Man hat ja nicht immer, sag ich mal, perfekten Körper. Mhm. Also es gibt ja pummelige, schlanke, es ist die Männer sind ja verschiedene Geschmäcker jetzt. Wie bist du denn? Eher pummelig, eher schlank? Nö, mittelmäßig. Mittelmäßig, ja. Dani, nun hört man ja immer wieder so aus dem Milieu, dass es doch oft hart zugeht, Mafia-Methoden, dass die Chefs die Mädels schlagen und dass sehr viel Angst und Gewalt dort herrscht. Wie ist es bei dir? Also die Geschäftsführer selbst gar nicht, die passen ja auf. Mhm. Es können welche reinkommen, die Mädchen auf lieb ansprechen und hinterher sind es doch ganz schlimme Buben, sag ich mal. Mhm. Aber so von Seiten der Chefs und der Chefhierarchie ist das korrekt? Alles, ja, das ist mehr so ein Kumpel. Also, dem kann man alles erzählen und der ist auch hilfsbereit. Also lauern die denn auch schon mal, wenn du dann Dienstschluss hast, irgendwelche Kunden oder Gäste auf, die dich dann ansprechen draußen, wenn du rauskommst? Nein, eigentlich nicht, sondern kann man schnell um die Ecke gehen, in die Frauenwohnung hoch und dann sich ausschlafen und am nächsten Morgen wieder arbeiten. Ach so, du wohnst dann in dem Haus auch, während du arbeitest. Ja. Aber du hast auch noch eine eigene Wohnung. Ja, ja. Das auch noch. Ne? Ja. Also das ist quasi die Dienstwohnung. Genau. Genau. Und dann zack, zack, morgens schon wieder. Genau, da kann man eigentlich gar nicht erst auflauern. Hat man denn überhaupt morgens dann schon um 9, 10 Uhr schon wieder Lust, sich dann nackt auszuziehen? Eigentlich nicht. Eigentlich dann nicht, dann ist man richtig faul. Ja, genau. Aber es kommt dann so mit der Zeit, kommt dann die Lust wieder. Ja. Es ist halt ein ganz normaler Job, ne? Ja, andere sitzen am Fließband, der andere macht Torten und du ziehst dich halt aus. Genau. Wie geht's weiter mit dir? Wie lange wirst du es noch machen? Oh, solange es Spaß macht, solange es meine Figur zulässt.
Ja, und du verdienst auch gut Geld dabei. Ja, genau. Und ein Monat Urlaub immer dazwischen ist auch nicht genau, schlecht. Genau, ja? Das ist eigentlich doch ein perfekter Job. Dani ist ganz zufrieden. Genau. Das ist wunderbar, ja, so muss es sein. Ja. Ich danke für deinen Anruf und für das, was du erzählt hast. Mach weiter tschüss. So. Tschüss. Tschüss, Dani. Jetzt ist Anja. Anja am Telefon, 28. Ja, richtig, hallo. Ja, hallo. Was machst du denn, Anja? Ja, also ich selber betreibe einen Begleitservice. Aha, du bist die Chefin da, oder ja, was? Richtig. Aha. Und ich muss auch dazu sagen, oder gestehen, ich habe gerade zugeschaltet. Ja. Und das ist eigentlich ein interessantes Thema, was du sehr, gerade ja, hast. Ich bin ganz... Und ja, also ich selber bin dadurch reingerutscht, weil mein Vater selber ist Zuhälter. Dein Vater ist Zuhälter? Ja. Du bist also in dem Milieu aufgewachsen? Richtig. Mhm. Also wirklich von klein auf an. Mhm. Und Kindergarten, alles direkt um der Ecke, um roten Zettel. Mhm. Mit Schule und so. Mhm. Ja, und wie gesagt, mit 20 in die Selbstständigkeit vom Begleitservice. Mhm. Was ist denn jetzt genau Begleitservice? Erzähl es uns, unbescholtenen Bürgern. Ja, das versuche ich jetzt mal. Ja. Also ein Begleitservice besteht normalerweise darin, man kann sich eben halt eine Frau oder einen Mann mieten ja. für ein paar Stunden. Aha. Man bezahlt natürlich auch was dafür. Und normalerweise, ja, sag ich mal so wie bei Geschäftsleuten, mit einem Geschäftsessen, vielleicht noch einen Opernbesuch, Kinobesuch, alles mhm. was dazugehört. Mhm. Bloß den meisten langs eben halt nicht. Also sie wollen auch Sex? Die wollen auch Sex. Bietest du das oder bieten deine Mitarbeiter das an? Normalerweise, sie dürfen es nicht. Mhm. Normalerweise dürfen sie es auch nicht. Na, hast du Husten? Nee, ist schon okay. Gut, normalerweise dürfen sie es nicht, vertraglich nicht. Mhm. Und das ist eben halt auch mein großes Problem, obwohl ich auch die meisten Schwierigkeiten mit habe, mhm. dass die Frau natürlich, weil das Geld lockt natürlich, mhm. Die machen das dann quasi nebenher, ohne dass du das erfährst. Richtig, genau. Mhm. Und man macht es eben halt nicht glauben, was dadurch auch passieren kann. Ne? Was kann denn da passieren? Es kann eben halt, also wir haben gerade jetzt vor 2 Monaten den Fall gehabt, dass wir eine Frau eben halt aus dem Hotelzimmer rausholen mussten. Wir haben natürlich auch Chauffeure, die die Frauen abholen. Mhm. Und dermaßen zusammengeschlagen worden ist. Man mhm. kann es sich nicht vorstellen. Mhm. Und das sind natürlich immer halt jetzt so Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeiten sind das nicht, ne? Und ja, es gibt noch schlimmere Dinge. Also wir haben eine, die vermissen wir schon seit 3/4 Jahr. Mhm. Und das ist eben halt für mich, ich meine gut, ich kenne dieses Geschäft. Ich selber mhm. bin damals so angefangen. Mhm. Und ich habe mich auch mal für Sex verkauft, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Bloß das sind eben halt 2 verschiedene Welten. Die Damen, die du eben hattest, die bieten das offen an. Mhm. Die zeigen sich auch mhm. in der Öffentlichkeit. So wie meine Herrschaften, sag ich mal. Dürfen es ja im Endeffekt nicht. Aber du kannst es letztendlich nicht kontrollieren, richtig, ne? Nein. Du kannst ja nicht ständig neben denen herlaufen. Nein. Hm. Wie viele Angestellte hast du? Ich habe insgesamt, ja, mit Männchen und Weibchen habe ich 35. 35, das ist eine ganze Menge. 35, ja. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich dann auch ganz unterschiedliche Typen sind, ne? Ja. Also, wenn ich jetzt jemanden miete, klingt immer so doof, Menschen mieten, aber Menschen, eine Frau oder einen Mann miete, der mit mir in die Oper geht, dann muss das ja jemand sein, der auch so ein bisschen Ahnung von Oper hat, ne? Ja. Der nicht wie ein Depp daneben sitzt und irgendwelche blöden Kommentare sagt. Richtig, ja? Also ich muss auch dazu sagen, also es ist wirklich auch gemischtes Publikum. Es fängt bei 18 an, es endet bei 65, es sind sehr intelligente Menschen dabei und es sind auch wirklich, ja sag ich mal, ob es jetzt Akademiker sind oder ob das jetzt die Fleischerei-Fachverkäuferin ist, also es ist wirklich alles im Sortiment vorhanden. Also du hast auch bei deinen 35 Leuten sind auch Leute mit Hochschulabschluss. Ja. Ja, das ist so. Mhm. Doch. Müssen wir auch haben, ne? Also es nützt mir nichts, wenn ich da jetzt jemand hinstelle, der eben halt, ich sag jetzt mal, nicht ein einziges Fremdwort versteht. Mhm, genau, ja. Und geht jetzt mit einem Geschäftsmann vom Siemens essen, beispielsweise. Ja, ja. Und der möchte sich da jetzt auch mit einem anderen Geschäftsmann unterhalten. Mhm. Und sie sitzt jetzt eben halt als Anstandsdame daneben. Verstehe. Funktioniert das System nicht. Sind das dann Leute, die das als Nebenjob betreiben? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, bis auf 4 Leute. Die machen das hauptberuflich. Was kriegen die denn dann von, was springt da rum, wenn die so 2,5, 3 Stunden abends jemanden begleiten? Also wenn Sie jemand begleiten, es kommt darauf an, wen Sie begleiten. Wenn Sie natürlich, sage ich jetzt mal, eine ältere Dame zum Amt begleiten, gibt es 60 Mark die Stunde. Mhm. Wenn Sie aber jetzt jemand abends begleiten zum Essen oder an die Cocktailbar und so weiter, dann verdienen Sie eben halt an die 250 bis 500 Mark. Nicht schlecht, ne? Mhm. Nicht schlecht, da kann man gut nebenher was verdienen. Da kann man mit Sicherheit gut ja. was verdienen. Und wer dann eben den Sex nicht will, ist das auch eine saubere Sache, ne? Dann ist das eine saubere Sache. Bloß eben halt unser Problem ist das ja, weil... Ich sag, oder mein Problem ist das eben halt, weil ich weiß, was in diesem Milieu abgeht. Mhm. Ne? Und ich meine, es wird alles schön und nett dargestellt oder auch von den Verdiensten her. Und im Endeffekt, sage ich jetzt mal so, kann ich fast alles nicht glauben, weil ich sehe es auch irgendwo. Also viele Frauen, ist meine Meinung so, werden eben halt nicht so nett behandelt, wie sie es beschreiben oder fühlen sich dabei so wohl.
oder schreien nach Liebe. Meine Meinung ist ganz einfach, dass diese Leute, ja, entweder sind sie geldhungrig und aus keinem anderen Grund machen sie es. Oder eben halt, ja, wie soll man es sagen, dass diese Menschen, ja, sie stehen eben halt von ganz anderen Lichtbild. Die haben, in welchem Alter sind deine Angestellten? Also in welchem Alter? Also überwiegend liegen sie so in den Mitte 20er. Mitte 20er. Mhm. Kommt es denn auch schon mal vor, dass ein Kunde jemand bucht, der also schon erheblich älter ist? Ich möchte mit einer 50-jährigen Dame gerne ausgehen. Ja. Das kommt auch vor. Doch, also die speziellen Wünsche werden schon also aufgeschrieben. Mhm. Also die werden auch bestellt. Also selbst Haarfarbe, ob eben halt ein bisschen molliger oder schlank. Es ist ja schon kurios. Also wenn ich jetzt bei dir jemanden buchen würde, hast du so einen richtigen Katalog, wo ich mir jemanden aussuchen könnte? Ich habe ja eine richtige Kartei, wo du auch vorbeischauen kannst, wo du denn suchen kannst, was hättest du gerne. Mhm. Na, oder eben halt zufaxen, ist auch kein Problem in der heutigen Zeit. Also vielleicht komme ich mal darauf zurück. Anja, ich will dich jetzt noch was Privates fragen. Das war jetzt schon sehr interessant, was du von deinem Job erzählt hast. Du hast gerade gesagt, dass dass dein Vater Zuhälter ist. Du bist in dem Milieu aufgewachsen. Mhm. Hat dein Vater versucht, dich so zu erziehen, dass du nicht in dieses Milieu auch reinkommst? Oder hat er das sogar forciert, dass du auch eventuell irgendwie so dein Geld mal verdienst? Also sagen wir es mal so. Nein, das hat er nicht. Er hat mich wohl, ich bin als kleines Kind da rumgelaufen, ich kannte sie auch alle. Bloß er hat immer gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und als ich mich damals mit 16 entschieden habe, das auch zu machen, bin ich auch von zu Hause aus weggelaufen und bin in einer anderen Stadt gezogen. Mhm. Und als mein Vater das rausbekam, hat er mich auch gleich zurückgeholt. Mhm. Also er wäre, also oder war immer dagegen, dass ich das mache. Ah ja. Na? Gab es auch eine Mutter in dem Haushalt? Ja, es gibt eine Mutter, die hat sich aber damals getrennt. Mhm. Und ist mit einem anderen Mann, wie gesagt, und ich bin bei meinem Vater geblieben. Bist du denn jetzt so im Nachhinein mit der Entwicklung zufrieden oder denkst du manchmal, ah, wäre ich doch bloß nicht so in diese Kreise reingeboren worden? Ja, ich kenne es ja nicht anders. Und ich könnte gut, ich sag mal so, ich könnte mir auch einen anderen Kreis vorstellen, aber das sind auch alles nette Leute und ich bin mit Sicherheit auch gut erzogen worden und habe auch einen Schulabschluss. Also es ist nicht so, dass diese Leute jetzt, was weiß ich, dreckig oder verdorben sind. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oder nicht intelligent sind. Also ich habe mit so hochgebildeten Huren mich schon unterhalten. Die promovierte Philosophin, eine war promovierte Philosophin. Ja. Also da gibt es wirklich alles. Ne? Da gibt es auch ganz einfache Leute und es gibt halt auch ganz gebildete Leute. Ja, ne? Also rundherum alles. Ja, also da muss ich sagen, das ist bei uns ja eigentlich eine ganz normale Familie. Ja. Das ist eben halt Weihnachten sitzt man nicht zu zweit oder zu dritt, man sitzt da mit 20, 30 Leuten unter dem Tannenbaum. Ne? Mit den Frauen dann auch, genau. Oder? Ja. Wie sind deine persönlichen Pläne? Möchtest du auch mal eine Familie haben oder Kinder? Auf alle Fälle. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich möchte in 2 Jahren möchte ich aufhören, wenn ich 30 bin. Werde ich alle schmeißen. Ich selber studiere gerade. Was studierst du? Sozialpädagogik. Sozialpädagogik. Und wenn ich damit durch bin, denn, wie gesagt, schmeiße ich das und dann möchte ich auch irgendwann mal eine Familie gründen, auch Kinder haben. Aber du willst nicht nach Afrika gehen, wie wir es gerade gehört haben. Nee, um Gottes Willen. Also ich bleibe in den schönen Deutschland. Aber du möchtest auf jeden Fall dann in dem sozialen Bereich auch irgendwie arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Ist natürlich eine ganz tolle Voraussetzung, was du alles weißt. Ja. Ne? Das ist für, gerade wenn du im sozialen Milieu arbeitest, ist das grandios, ne? Was du an Erfahrung mitbringst und an Wissen aus diesen verschiedenen Schichten auch. Finde ich eine gute Sache. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss, Anja. Ciao. Jetzt grüße ich herzlich den Frank und er ist 25 Jahre alt. Hallo Domian, hier Frank. Ist Frank. Ja. Ich freue mich, bei dir in der Sendung zu sein. Vielen Dank erstmal, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und mein Thema, ich weiß nicht, ob es die Leute interessiert, aber wir verdienen also das Geld, sage ich jetzt mal, übers Internet. Wer ist wir? Halt, stopp. Du, Frank, du musst bitte deinen Fernseher, dein Radio ganz leise drehen. Da ist irgendwas an im Hintergrund. Alles klar, kleinen Moment bitte. Okay, wir sind 3 Studenten, sag ich mal, bei uns. Und wir sind sehr, sehr viel im Internet gewesen. Und vor 3, 4 Semestern ungefähr haben wir eben festgestellt, dass auf diesen ganzen Kontaktanzeigen sehr, sehr viele Unterwäsche verkaufen von Frauen und gebrauchte Tampons und solche Geschichten. Und haben uns eigentlich immer schief gelacht. Haben immer gedacht, das kann niemals ernst sein. Oder das ist todernst, ne? Ist im Prinzip todernst zum einen. Zum anderen, sag ich mal, es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Fakes darunter. Da haben wir uns überlegt, wir versuchen es einfach mal aus Spaß. Also einfach reiner Spaß, es war auch irgendeine Party oder am Nachmittag ist die Idee entstanden und wir dachten uns, komm, wir schalten auch mal so eine Anzeige, die kannst du dann kostenlos in irgendwelchen Billboards oder wer auch immer schalten. Ja. Und werden unglaublich viele Anzeigen. Wie lautete die Anzeige?
Ja, das, wie gesagt, das ist 3 Jahre her. Wir haben einfach gesagt, Studentin, ich sage mal so, ist mal frei fantasiert, so im Stil 23, große Oberweite, immer bereit und so weiter, verkauft, getragen, Unterwäsche und dann eben Kontakt-E-Mail angegeben und dann haben wir es einfach nur als Spaß angegeben, ja? Ja, und dann kam eine riesen Nachfrage. Da kam eine riesen Flut an E-Mails. Was habt ihr gemacht? Habt ihr eure eigenen Unterhosen verkauft? Nee, wir haben erst mal gedacht, das gibt's ja gar nicht, ja? Und haben im Prinzip keine einzige beantwortet. Ja. Und dann haben wir eben mal so unsere Freundinnen gefragt und irgendwelche Frauen, die in der Richtung unterwegs waren. Ja. Das Feedback war nicht so überwältigend, aber wir haben zwei einmal gefunden, die gesagt haben, okay, ich würde es machen. Einfach euch getragen Unterwäsche anzubieten. Und jetzt ist da ein richtig florierendes Geschäft draus entstanden. Richtig. Was bietet ihr denn jetzt alles an? Ja, und wie gesagt, wir haben das dann eben angefangen. Wir bieten, also die Anzeige lautet immer noch relativ seriös, also immer im Stil Studentin so und so, und das Aussehen wird ein bisschen optimiert, sage ich mir mal, oder eben so, wie wir denken, dass... Das ist aber eine Fantasiegestalt, ne? Die gibt's gar nicht. Ist eine Fantasiegestalt, richtig. Und die bietet ihre getragene Unterwäsche an? Die bietet sie an, richtig. Andere Sachen auch noch? Ja, mit diesen gebrauchten Tampons, das haben wir niemals anfangen wollen im Prinzip, aber da kommen unglaubliche Wünsche. Das fängt an von Tampons oder Schamhaare, Achselhaare, das ist wirklich unglaublich. Aber ihr habt euch spezialisiert auf die Unterhose. Wir haben uns eigentlich auf die Unterhosen spezialisiert und das läuft immer so ab. Wir haben jetzt hier bei uns im Ort, ich habe gesagt, die Adressen und so weiter dürfen wir nicht nennen hier. Nein, auf jeden Fall würde ich gerne machen, auf jeden Fall machen wir nicht. Das läuft ab über ein Postfach bei uns. Mhm. Die Leute schreiben uns an und schreiben dann unglaubliche Anreden. Hallo Sabine oder wie wir es auch immer nennen, Silvia. Hallo süße Schmusemaus. Genau, süße, genau. Deine Anzeige hat mich sehr erregt und so weiter. Geht es dann los. Schick mir ganz schnell, ich halte es nicht mehr aus, schick mir ganz schnell deinen Slip. Richtig, genau. Sowas, ne? So in dem Stil läuft das dann auch. Wie viele Nachfragen kommen denn da so auf eine Anzeige? Es kommt darauf an, wo wir sie schalten. Also es gibt dann verschiedene Kontaktbörsen und so weiter, wo man die eben schalten kann oder so Gay-Börsen, da gibt es auch wieder Bedürfnisse, die wir mittlerweile decken, sage ich mal. Mhm. Naja, also so zwischen 20 und 300, das ist ja... Zwischen 20 und 300, da müsst ihr doch eine ganze Kompanie von Mädels mittlerweile haben, die euch die getragenen Unterhosen dann zur Verfügung stellen. Das ist genau der Punkt bei uns. Als wir angefangen haben, waren es wirklich noch durchweg getragene und dann waren auch so Wünsche... Es ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir befriedigen ja nur die Bedürfnisse, die da sind, ja? Am Anfang war das so, die Leute haben uns geschrieben, 3 Tage getragen und so weiter und ein paar Schamhaare war alles noch verfügbar, sag ich jetzt mal ganz salopp, ja? Aber wenn 300 ankommen, du kannst bei 300 nicht mehr 300 getragene Slips verkaufen. Ja, was macht ihr? Ihr geht in ein Kaufhaus, kauft 300 neue Slips. Wir kaufen 300, das kann H&M sein oder C&A oder was weiß ich. Im Schlussverkauf werden die eben gekauft. Ja, und wie macht ihr die, dass die so wirken, als wären die gebraucht? Ja, das ist eben das Problem. Ihr tragt die selbst ein paar Tage? Nee. Es ist im Prinzip, wird der Kunde schon irgendwie... Korrekt bedient. Das ist schon unser oberstes Motto. Nur, dass die 3 Tage getragen sind, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Achso, also die Mädels haben die mal eine Stunde an oder so? So in der Motto. Oder werden mal kurz vorbeigerieben. Das ist ja völlig abgefahren. Das ist völlig abgefahren. Ich meine, der Punkt bei uns ist der, warum wir vielleicht relativ erfolgreich sind, wir sind relativ günstig. Also, ja, was kostet denn ein Slip? Ich bestelle jetzt einen Slip bei euch. Was muss ich hinblättern? Kostet bei uns 20 Mark bis Nachnahmegebühren. 20 Mark. Und das ist recht günstig. Und wie gesagt, wir haben auch mal ich sag mal so, moralisch haben wir deswegen das Problem, wir sagen halt immer, wird der Kunde wirklich zufriedengestellt. Aber man kann halt sagen, wir verkaufen mal irgendwo eine Illusion. Ja, also, das finde ich normal. Ja, solange er irgendwie das kriegt, was er wünscht und die Story stimmt, also was wir halt relativ gut machen, denke ich mir jetzt mal so, ist so ein Begleitschreiben. Da kommt eben schöne handschriftlicher Schrieb. Mhm. Auch ein Bild von der Phantomfrau? Auch? Ja, Ausschnitte von der Phantomfrau. Ja. Also es ist sogar schon wahr, sind wirklich die Frauen, die wir haben. Korrekterweise, das wird so sein, beteiligt ihr natürlich die Frauen auch an dem Verdienst, ne? Das ist ganz klar. Was kriegen die denn für einmal kurz rüberreiben oder ein bisschen tragen? Ne? Also es ist bei uns so gewesen, wir haben das Ding angefangen, einfach nur aus Jux und Dollerei. Ja. Wir haben niemals gedacht, dass es irgendwo was wird. Und unser Studium ist immer noch im Prinzip das Hauptinteresse. Es ist nach wie vor euer Nebenjob, ne? Der Hauptjob, ja genau, diese Unterwäschgeschichte oder Nebenjob. Nebenjob, ja. Und am Anfang war das wirklich so eine Geschichte, das waren wirklich nur Freundinnen oder die wir wirklich persönlich sehr, sehr gut gekannt haben. Haben wir gesagt, komm, mach das und wir machen das zu plus minus null. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt und wir machen im Prinzip 50-50. Also 50-50, ja, das ist doch wunderbar. 50 für uns drei und ganz 50 fair. Relativ fair, ja. Kannst du dieses, du, als ich spreche jetzt dich als Mann an, ne? Kannst du das in irgendeiner Weise nachvollziehen, dass Männer das antörnt? Also mich persönlich wird es nicht antören, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei meiner eigenen Freundin,
Unterwäsche finde ich sehr, sehr schön. Aber die muss nicht getragen auf deiner Nase liegen. Richtig, genau. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Es gibt ja auch so Anzeigen, die habe ich schon im Pornomagazin gelesen, dass die getragene Socken haben wollen. Ne? Ja. Oder teilweise in Schulmagazinen gefüllte Kondome. Ne? Ja, genau das, was ich immer auch erzählt habe mit diesen Tampon-Geschichten. Naja, das ist genau also, sowas. Wir ja, machen ja. wirklich relativ, in Anführungszeichen, ne? relativ betrachtet, es gibt noch wirklich viel abartige Geschichten in dem Geschäft. Seriöse Anzeigen. Also das sind wirklich nur Unterwäsche und so und so. Und da kommen halt Anfragen, die wollen wirklich alles, wie ich immer erzählt habe. Das fängt an von Schamhaaren oder Tampons oder Sperma-Geschichten. Also ihr seid im Prinzip ein ganz sauberer Sexversand. Ja, ne? und wenn er das haben will, also Schamhaare, dann kriegt er die auch. Das ist ganz klar. Die sind auch echt dann? Ja, die sind auch echt. Die sind nicht aus Plastik? Nein, das sind echt. Das sind auch keine Menschenhaare, die kurz abgeschnitten sind. Das sind schon echte Geschichten. Lieber Frank, wollt ihr das denn ausbauen, dass ihr irgendwie nach eurem Studium dann richtig so da große Knete mitmachen werdet? Also das Problem, was wir daran sehen, ist die ganze juristische Komponente. Mhm. Also weil wir den Spaß ja auch studieren, zumindest zwei von uns dreien. Was studiert ihr? BWL. BWL. Und einer von uns Psychologie. Geschäftstüchtig, ja. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das natürlich sicherlich sehr heikel, was wir da gerade machen. Ja. Also es wird ja auch niemand einer abnehmen, dass du damit Geld machen kannst, denke ich mir mal. Und das ist bei uns momentan, ich sag mal, irgendwie ein Schwarzgeschäft. Also ihr seid noch unsicher, wie das weitergehen wird. Genau. Aber wie gesagt, momentan macht es uns sehr, sehr viel Spaß. Wir studieren alle noch mindestens anderthalb Jahre und es soll weitergehen soweit. Ich danke für den Anruf. Gut, Domian, hat mir das viel Spaß gemacht. Vielen Dank, weiter so. Ja, tschüss. So, jetzt haben wir noch den Uwe. Uwe ist 28. Ja, Namen Domian, grüß dich. Namen Uwe. Hallo. Jetzt haben wir noch zwei Minuten, wir beiden. Ja, ja, ich bin gemein zu Frauen, ich quäle Frauen. Was, du bist gemein zu Frauen? Ja, ich quäle Frauen. Was, du kriegst Frauen? Ich quäle Frauen. Ich verstehe, kriele? Ich tue den Frauen weh. Du tust den Frauen weh? Ja, in einem Studio arbeite ich, in Dortmund. Ach so, in einem Sadomaso-Studio. Ja, genau. Also du bist ein Meister oder sowas? Ja, sowas, in der Art. In der Art. Ja. Also komm, um es klarzustellen, das läuft freiwillig, die Frauen kommen freiwillig zu dir. Ja, richtig. Ja. Und lassen sich von dir peitschen, piercen oder irgendwo Sachen halt machen. Ja, was genau machst du mit den Frauen? Ja, ich dehne die Frauen, ich was du schon gesagt hast, ich peitsche die Frauen, bin gemein zu den Frauen und... Du demütigst sie? Richtig, ja genau. Mhm. Und sie liegen dir zu Füßen und lecken deine Schuhe? Auch, ja, genau. Und sie rufen, wie sprechen sie dich an? Ja, je nachdem, wir sprechen es vorher ab. Teilweise müssen mich Meister nennen oder teilweise auch nicht. Denken die dann vielleicht, dass du Gildo Horn bist? Nein. Zum Beispiel, nein, so extrem ist es nicht. Aber auf jeden Fall, wir lassen uns was anfangen und wird dann umgesetzt. Ne? Ja, gibt es da, endet so eine ganze Geschichte in richtigem Sex? Je nachdem, das kann sein. Teilweise fange ich auch richtig an, dass ich auch selbst aktiv werde, aber auch, dass ich nur passiv bin. Erregt dich das denn auch, wenn du Frauen demütigst? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Wie weit gehst du denn? Wie weit würdest du denn eine Frau wie Schmerzen zufügen oder wo sind deine Grenzen? Wie weit gehst du? Ach, ich schlage die Frau blutig. Wenn sie das will? Ja. Ne? Müssen wir immer klarstellen, ne? Das ist immer auf freiwilliger Basis. Freiwilliger Basis, natürlich. Wird vorher abgesprochen und ich merke auch zwischendrin, wenn die Frau sagt, ist es genug, weil ich sage, nee, ich glaube, es reicht, dass je nachdem, ich schätze es auch ab, ne? Eine harte Behandlung bei dir als Frau, wenn man als Frau zu dir kommt, was muss man hinblättern? Ja, zwischen 300 und 500 Mark. Ui, ja, das ist aber ein... Aber mir macht auch richtig Spaß, muss ich sagen. Das ist ein stolzer Preis. Wie viele Frauen behandelst du pro Tag? Zwischen 3 und 5 Frauen. Zwischen 3 und 5 Frauen. Ja. Was sind das für Frauen, die zu dir kommen? Ach, das ist unterschiedlich. Teilweise auch 25 bis 30, teilweise auch älter, je nachdem. Mhm. Auch Geschäftsfrauen... Mhm. Ganz junge Mädels nicht, so 18, 19. Nee, sowas habe ich nicht. Das nicht, ja. Sag mir noch zum Schluss, letzte Frage, wie du da reingekommen bist, dazu gekommen bist. Ja, ich war selbst mal zu Gast in so einem Studio, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war selbst zu Gast, habe ich gefragt, ob ich das auch noch machen könnte und hat es jetzt noch so ergeben. Bist du privat auch so gepolt, dass du eher der Dominante bist? Würde ich sagen, ja. Also nicht die Schmusekatze dann im Privatleben, das nicht. Ja. Ein knallharter Kerl, der Uwe. Das kann man so sagen. Danke für deinen Anruf. Ich danke, Uwe. Tschüss, Uwe. Schöne Grüße, tschüss. Ja, danke, ciao. Ihr Lieben, das war aber sehr interessant, was ihr mir alles erzählt habt. Fand ich ganz toll. Und die Zeit war viel zu schnell vorbei jetzt. Wir hätten ja noch eine ganze Stunde ranhängen können oder vielleicht noch mehr. Also, das war unsere Sendung im 1Live-Talk-Radio Domian, das Geschäft mit dem Sex. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und fürs Mitmachen. In der Technik war Simone Eibel. Morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr, Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Und dann sind wir offen für alle Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Vielleicht gab es ja auch ein paar Anregungen für euch, was wir hier so gehört haben. Bis morgen. Ciao.